Wie ihr sehen könnt, regnet's. Ich hatte wirklich gehofft, dass heute schönes Wetter. Jeff, du mach dich bitte nicht so dreckig. Ich hatte wirklich gehofft, dass wir schönes Wetter heute haben, weil ich gestern ja weniger Zeit hatte, beziehungsweise erst am Abend, wo es dann wieder... Jeff! Psst, wo es dann wieder dunkel war. Und ja, jetzt haben wir das Problem, dass es den ganzen Tag schon regnet. Es wird immer stärker. Man sieht es wahrscheinlich gar nicht auf der Kamera, aber es ist schon echt feucht. Also, ja, da sieht man es jetzt. Es kommt so langsam runter. Es wird immer mehr. Und ein Vorteil hat es zwar, dass nicht so viele Leute unterwegs sind, beziehungsweise nicht so viele Rentner. Aber dementsprechend sind auch weniger Hunde unterwegs. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen laufen. Ein bisschen schauen, was hier so geht. Ja, also Jeff ist schon jemand mit einer Scheibe. Also dem ist irgendwie scheißegal, was für Wetter es ist. Wenn es ohne Ende regnet. Keine Ahnung. Ich habe mir eigentlich damals sagen lassen, dass Dobermänner gar keinen Regen mögen. Dass sie da gar keinen Bock drauf haben. Aber bei Jeff habe ich immer irgendwie das Gefühl, dass der Kerl, es juckt ihn nicht. Das heitert ihn eher noch auf, ein bisschen mehr Gas zu geben, sich noch mehr dreckig zu machen. Du, und hör auf, mir hier die Kacke wegzufressen. Überall diese Bollen. Du, mach langsam. Einige humpeln hier. Da hinten sieht man's. Komm. Ja, ja. Aber es sind viele, also man sieht es jetzt vielleicht nicht. Junge! Was los? So, ich hatte gerade eben eine Frau am Telefon, weil ich das mal abklären wollte. Ich wollte jetzt nicht direkt die Polizei rufen oder sowas, irgendjemand unnötig Stress machen, nur weil ich nicht weiß, worum es sich da handelt. Ja, und zwar folgendermaßen, es gibt eine Krankheit, also so hat sich mir wenigstens geschildert, die tritt sehr häufig bei Schafen auf, wenn die keinen trockenen Unterstand haben. Richtung Herbst oder Winter tritt das halt vermehrt auf. Und deswegen hinken die. Ich hatte da eigentlich nur angerufen, weil ich anderes im Sinn hatte als eine Krankheit. Und das erschien mir schon recht ungewöhnlich viel. Also ich habe es vorher noch nie so wahrgenommen, dass da wirklich so viele Schafe so hinken und dann noch so extrem. Aber sie meinte eben, dass das eine bekannte Krankheit ist. Demnach machen wir uns auf die Socken. Ich bin klitschnass. Beziehungsweise die Jacke. Da steht, glaube ich, schon fast das Wasser. Ja, wir waren jetzt eine Stunde oder zwei waren wir unterwegs. Ja, was soll man zu diesem Wetter eigentlich großartig sagen? Jetzt hast du dich aber eingedeckt, Jeff.